Ich begrüße euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Team Zero. Dem Team, das versucht, alle Super Mario Maker 2 Level zu clearen. Also, dass kein Level mehr uncleared bleibt. Also, nicht geschafft. Wie auch immer, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme leider keines der Tools, der Level Viewer, der die ganzen Listen und so weiter gerade alle irgendwie nicht funktionieren, als ob da irgendwas mit meinem Internet ist, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich möchte es halt trotzdem erwähnen, das heißt also, ich würde jetzt einfach direkt hier reingehen und die Level für euch da raussuchen, die leider aktuell reinkommen. Aber wir schauen mal weiter. Jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Video. 5-3 von Cinerise. Klassisch. Okay, schauen wir mal rein. Ich habe es mir nicht vorher angeguckt, auch nicht mal mehr in der Vorschau oder sowas. Das heißt, es kann jetzt alles Mögliche sein. Es war auch ein Troll-Level dazwischen von den Deutschen. Ich versuche immer die Deutschen irgendwie hier zu clearen, aber jetzt hier in diesem Augenblick dachte ich, oh shit. Hätte ich das gewusst, hätte ich nein gesagt. Aber okay, bisher ist es eigentlich noch relativ simpel. Na, komme ich da an den ran? Nee. So. Denn ursprünglich sollte eigentlich Uno Mars erscheinen. Okay. Ja, schade. Ich dachte wirklich, das funktioniert. Okay. Es ist so schlimm. Upside down. In der Zeit hat hundertprozentig schon sich jemand den Clear geholt. Ey. Ich sehe es jetzt schon. Ach komm, jetzt ernsthaft. Nein. Ja, danke. Ich wäre beinahe übers Ziel hinausgeschossen. Erst ein Checkpoint? Oh nein. Ich meine, eigentlich ist es ja gut. Und wieso wird mich nicht belohnt? Ernsthaft, ein Kamek? Du magst mich nicht. Ich sehe das schon, du Creator. Du magst mich überhaupt nicht. Oh, den haben wir echt erledigt? Komm, hier ist ein Secret. Nein, auch nicht. Shit. Ja, genau. Oh, danke, das Ziel. Wow. Also an sich eigentlich kein schlechtes Level. War jetzt ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht optisch angepasst, aber so spielerisch schon. Der Schluss war ein bisschen langweilig, aber Hauptsache First Clear. Nächstes Level. Welt 2-2 Piranha Plant Party Hundi Pundi. Okay. War Hundi Pundi. Dann schauen wir mal. Oh, das sieht schon klassisch aus. Hat schon so einen gewissen Style. Den könnte ich lieben lernen. Ich hasse diesen Style. Ich hasse ihn. So, jetzt sind wir wieder hier und jetzt guck ich jetzt mal, was hier oben ist. Natürlich nix. Das ist schon mal viel wert. Ist da oben was? Nein, auch nicht. Aber man kann jederzeit zurück, wenn man irgendwas vergessen hat. Das finde ich gut. Wow. Da ist nix. Okay. Warum ist die Röhre blau? Einfach, weil sie blau ist.
Okay, wird man noch belohnt dafür, dass man sich die 50er holt und eine Feuerblume hat. Okay. Wobei man jetzt auch hätte mit einem Mushroom durchjumpen können, aber war ein schönes Level. Hat mir gefallen und es gibt den First Clear. Tja, nächstes Level. Welt 8-2, sie sanken Airship von Hundipundi mal wieder. Okay. Sollte ich vielleicht gleich bei ihm gucken? Fisch. Dann gucken wir mal hier in den Röhren, ob hier in den Röhren irgendwas ist. Wobei ich da mal nicht von ausgehe. Beim letzten Level hat er ja auch nicht mit Röhren gearbeitet. Das war mehr als knapp. Sagt ihr, dass da irgendwie ein Block oder irgendwas wäre? Nein, auch nicht. Man könnte ja hier irgendwo ein Item verstecken. Also optisch sind sie schön aufgebaut, die Level. Das kann ich nicht anders sagen. Ah, da hinten rechts hätte vielleicht ein Leben sein können. Und jetzt kriegen wir erst das erste Item und sogar noch einen Yoshi. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Yoshi, du kannst sie eh nicht essen. So. Ah, warten ist immer so eine Sache. Besonders wenn es dann hier halt so ungünstig spawnt. Das Ding ist, selbst wenn ich jetzt hier gut durchkomme, muss ich hier halt wieder warten. Das sollte man halt immer bei sowas bedenken. Also Hundipundi, wenn du das hier irgendwann mal siehst. Oh, und warum muss ich da schon wieder alles verlieren? Dann ist jetzt der Yoshi sogar rein theoretisch egal. Warum sind hier... Okay. Okay. Ja, ja, ja. Aber er denkt an die Fans. Moment, der Buho, der beschützt doch irgendwas. Eine Tür. Würde ich sagen, ist die Buho-Tür die richtige Tür? Und er gibt Leben. So, und jetzt düsen wir mit Fullspeed lang. Muss ich doch nochmal zurück. 50er für die Zuschauer. Aber wir haben noch den Yoshi, das ist wichtig. Wow. Hast du hier ein Leben verteilt? Ja, also wenn ich jetzt was kritisieren könnte an den Leveln, dann, dass er, ich sag jetzt mal, nicht so viele Leben verteilt. Mit den Checkpoints ist einmal dahingestellt, die Level sind relativ einfach und halt auch mit den Items. Aber ansonsten hat mir das Level gefallen. Kann ich auch wieder ohne Probleme ein Herz geben. Nächstes Level. Sunken Temple Welt 6-2 von Hundipundi. Er lädt gerade alle Level hoch zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier gerade Aufnahme mache. Okay, das ist natürlich dann ein bisschen... Ja, gut. Aber dann sind die ersten Level schon mal weg. Ist ja auch schon mal was. Aber die sind jetzt auch nicht super schwer. Das hängt halt nur manchmal ein bisschen mit meiner Genauigkeit ab.
Na, ich glaube, ich muss dann noch weiter runter scrollen. Also ich war jetzt echt schon, ich glaube, ey. Keine Ahnung, ich zähle die Level ja nicht, wie viel es waren, aber ich war wirklich schon bei einigen Leveln runter. Und ich habe nur Hundi-Pundi-Hundi-Pundi-Hundi-Pundi gesehen. Also der haut hier gerade echt Level raus hoch 10. Das heißt, er lädt wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so richtig einschätze, seine Superwelt raus. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr ja über die Level-ID den Creator finden und dann seine Superwelt spielen. Ich hoffe einfach mal, dass gleich noch wer anders kommt. Ansonsten muss ich halt keinen Deutschen nehmen, sondern, keine Ahnung, Amerikaner, Japaner. Dann muss ich das Format halt ausweiten. Oben ist auch noch was. Okay. Oh, den habe ich nicht gesehen. Der Wiggler ist dahin. Und jetzt gehe ich jetzt auch mit Geduld ran. Wow. Ich rush einfach durch. Rush B. Ah, okay. Hier. Chancen verpasst? Mann, die Leute freuen sich doch über Leben. Die Leute freuen sich doch über Leben. Aber schön, wie er die Mario-Figur da in den Berg eingebaut hat. Das fand ich jetzt ein schönes kleines Detail. Ich glaube, jemand anders hat es gerade festgestellt und spielt gerade auch die ganzen Level. Nächstes Level. 74-45 gleich von Cooper666. Schweiz, denke ich mir, ist auch in Ordnung. Ist zwar jetzt nicht Deutschland, ist nicht Österreich, sondern ist die Schweiz. Also, Grüße in die Schweiz. Und dann schauen wir mal, was die Schweiz uns hier bietet. Ja. Nächstes Level. Catwoman von Dani Sani. Sammle mindestens 233 Münzen und erreiche das Ziel. Und es ist jemand anders. Und die Pundi ist fertig mit Upload. Ist nicht dein Ernst, ne? Okay, hier muss ich dann ein bisschen aufpassen. Ach, es geht jetzt nicht das ganze Level. Doch, es geht das ganze Level so. Okay. Hier muss ich jetzt warten. Und dann jetzt hier lang. Ich glaube, da oben war jetzt nichts. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, gut, hat so ein bisschen was von Pac-Man. Und gleichzeitig muss man hier als Katze überstehen, ne? Okay, also würde ich jetzt gegebenenfalls da hochspringen. Wow. Wäre ich jedenfalls wieder rausgekommen. Oh, Cat Dive. Ach, mindestens. Okay. Oh,
Aber auch keine... Ja gut, ob man jetzt hier Leben verteilen muss, ist ja mal dahingestellt. Aber, ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt ernsthaft? Muss ich den Schalter betätigen? Ja. Ach, komm. Es ist ein doofes Minispiel. Kannst du mal wieder ein bisschen höher schießen? Danke. Okay, ich könnte es mir jetzt auch einfacher machen. So. Na komm, schieß. Na komm. Na komm, geh rein. Danke. Oh, die Zeit wird knapp. Okay. Jetzt dachte ich wirklich, das könnte knapp werden, und dann war es doch nicht so. Also, wenn ich den Anfang noch interessant fand, wurde es dann zum Ende hin irgendwie, ich weiß nicht, träge. Träge. Komm, eins machen wir noch. Three Boss Royce Pyramid von Guybrush. What? Okay. Ich hätte vielleicht oben gucken sollen. Egal. Ja. Okay, danke. So, holen wir das einmal ganz kurz hoch. Hier kriegen wir einen Schuh. Schubidu, Schubidu. Schuh, Schuh. Und damit ist der Schuh raus. Damit ist der Schuh aus dem Sack. Was macht denn der Schuh jetzt da? Jetzt hier hoch. Mit dem Schuh komme ich dann da lang. Damage boosten. Geduld haben, Geduld haben, Geduld haben. Und hier kann ich resetten? Warum sollte ich hier resetten? Ich sollte hier vorsichtig sein. Oh! Let's go! Eine interessante Levelwahl, die sie da getroffen haben, junger Herr. Zwei Türen, ein Schlüssel. Pick a pipe? No. No, pick it by. No, no. What? Ach, komm. Roy. Tu mir das nicht an.
Ich wäre beinahe noch eingerannt. So, gucken wir mal ganz kurz, was haben wir hier. Okay, also hier wäre nichts gewesen. Nope. Ich dachte gerade sogar noch, ich springe unten gegen ihn gegen. Oh, das sind alles so Level, die gehen so schnell. Mann, so war das nicht geplant. War es jetzt ein gutes Level? Na komm. Nintendo-Fan Whale Sea Gamer von Heiko CS. Und ja, ich habe jetzt noch ein Level dazu getan, weil ich dachte mir, ey, kommt. Das ist ja sonst wirklich doof. In die Röhre geht's rein. Nee. Nö, nö. Ich kann ja auch da hinten weiter. Oh. Hat er nicht gerade die Blume mit runtergerissen? Aber wenn ich einen P-Switch finde, dann... dann hätte ich ja richtig Glück, ne? Dann könnte ich da einfach durch. Ach, Mann. Okay. Ja, egal, komm. Machen wir es so. So habe ich einen P-Switch, bin safe. Alter, die Ratte. Okay, jetzt muss ich sogar noch mal ein bisschen besser aufpassen. Hatte ich echt so ein Glück? Sekunde. Okay. Big Brain. Big Brain. Aber es hat kein Like verdient. Definitiv nicht. Link's Trials in the Sword Cave von Mingolino. Und ja, ich habe noch eins, weil das ist mir einfach noch gerade ein bisschen zu kurz für euch. Es tut mir voll leid, ey. Das ist gerade echt... okay, gut. Hier müssen wir es so machen. Hä, hallo? Ah, gut. 50 Euro waren es auch. Es ist halt ärgerlich, weil ich das, wie gesagt, wieder anders machen wollte. Und jetzt muss ich halt mich mit so welchen... machen wir so. Warum einen Pfeil nach unten, wenn es auch einfacher geht? Ich sehe nicht, was da unten ist, aber gut, ich kann runterspringen. So, muss ich jetzt hier... ja, ich muss hier einen Longjump machen. Oh. Rote Münzen. Okay, rote Münzen. Und ein Bum-Bum. Jetzt sind es zwei Bum-Bums. Und die hätte ich nicht mehr gebraucht. Schön, dass es Bosskämpfe gibt, die man nicht braucht. Ach, Leutchen. Egal. Geschafft ist geschafft und ich würde sagen, das waren jetzt echt genug Level. Zurzeit kommt, was das angeht, wirklich nichts Spezielles. Wahrscheinlich bei den anderen Ländern, aber wie gesagt, ich versuche mich halt auf Deutsch zu konzentrieren. Aber ansonsten ein schönes, aufgebautes Level, sage ich. Ja. Ja, es waren zwar
viele Level, aber es waren halt auch viele kurze Level. Es waren von einem Creator viele Level. Es war einfach wirklich ein komplettes Durcheinander. Und es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich kann es immer wieder nur betonen, dass es halt jetzt so gelaufen ist. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und ja, vielleicht ist die nächste Folge ein bisschen spannender. Und ich hoffe dann einfach mal, dass ich dann wieder eine aktuelle Liste kriege. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass 2020 abgeschlossen ist. Und ich glaube, jetzt sogar 2021 bald abgeschlossen ist. Ich werde es demnächst wieder sehen. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Pilze machen ihn groß, beschwören uns Geheimwege, nichts hält ihn bei der los. Sterne leuchten hell, unsichtbar und schnell. Pilze geben Kraft, kein Gegner bleibt ihm hart. Checkpoint, oh yeah!